Codex freigeschaltet. Der Codex beinhaltet Aufzeichnungen über alle historischen Fakten und Personen, die Sie treffen. Sehen wir uns an, was wir bisher gesammelt haben. Tippen Sie auf Codex, um es zu öffnen. Ja, ich sollte auch drauf tippen. Jetzt war ich auf den Einstellungen. Ach, lass mich doch hier raus. Okay. Den Codex nutzen. Orte, Charaktere, Ereignisse. Alle neuen Einträge werden beim Freischalten in entsprechenden Kategorien zugewiesen. Tippen Sie auf Weiter, um durch den Codex zu klettern. Jede Story-Mission schaltet einen neuen Codex-Eintrag frei. Kehren Sie hier zurück, um einer. Kehren Sie Kampagne zurück, wenn Sie fertig sind. Das ist natürlich die Frage, ne? Ist das für mich wichtig? Will ich das nur durchspielen oder so, ne? Schauen wir mal, was das Interessantes ist. Animus-Datenbank, Projekt Identity, Machiavellis Tagebucheintrag, Nummer 1. Ich habe mir geschworen, vor meinem Tod unbedingt alle meine wichtigeren Lebenslektionen zu Papier zu bringen, auf dass die guten Leute der Zukunft von den schlechten Menschen der Vergangenheit erfahren mögen. Auf den nächsten Seiten werde ich davon berichten, wie einer von Cesare Borgias Plänen fast Rom zu Fall gebracht hätte, wenn ich und die Assassinen Italiens es nicht verändert hätten. Ja, sieht eher mehr noch so Background-Story aus. Tja, mal gucken. Was haben wir hier noch? Italien, Orte, Geschichte, Journal, die Abtrünnigen. Was ist das, das? Das ist das. Charaktere, aha, okay, so Wachen. Mhm. Die Geschichte ist nur ein Tastendruck entfernt, dank des Animus, okay. Orte, Rum, Filmsphäre, vielleicht, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, 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 okay. Gut. Dann weiter. Blut eines Heilers. Ah, hier unten kann ich durchblättern. Sehr schön. Blut eines Heilers. Beenden Sie Blut des Heilers, um Attentate aus einem Versteck herausfinden zu können. Das war das, was ich euch gerade zeigen wollte. Ich wollte mich eigentlich auf die Bank hocken. Und aus der Bank heraus quasi ihn so mitnehmen. Ah, das zeige ich euch später. Das werden wir jetzt dann hoffentlich demnächst bald freischalten. Oh, was gibt's denn hier? Ich habe jetzt noch nirgendwo gefunden, wo ich mich ausrüsten kann. Gibt es das nicht? Noch nicht? Zeigt er mir das noch? Wahrscheinlich bekomme ich das noch zu sehen. Okay. Dann, ich habe es freigeschaltet. Also, möchten Sie dazu die Tutorial-Mission spielen? Sie können sie später im Kampagnenmaterial Animus Feuertraining spielen. Ach, spielen wir die doch einfach. Was wir spielen können, spielen wir, ne? Alles gut. Okay, das ist der Animus. Schön. Tutorial Adlauf tippen, um zu starten. Die Analyse des Adlaufs ist ein Ziel zu identifizieren. Erreichen Sie den Wegpunkt, um zu beginnen. Ist schon nicht schlecht, ne? Also, abgefahren, oder? Wie gut das gemacht ist. Jetzt hier befindet sich im Suchgebiet. Aktivieren Sie das Adlauge aus dem Fähigkeitenrad. Adlauge, Fähigkeitenrad. Aktiviert. Finden Sie das goldene Ziel im Suchgebiet. Da ist er. Sie haben Ihr Ziel identifiziert. Gehen Sie zum nächsten Wegpunkt, um fortzufahren. Wo ist der nächste Wegpunkt? Da vorne. Erreichen Sie den nächsten Wegpunkt. Kann ich auch rennen? Nee. Okay, rennen ist hier nicht. Tut mir leid. Das kann ich nicht beschleunigen. Außerdem versteckte Assassinenzeichen in Ihrer Nähe. Finden Sie das Assassinenzeichen in der Nähe. Assassinenzeichen. Da ist was, oder? Dann fahren wir doch mal mit der Kampagne fort. So. Da er nicht mit der Truhe entkommen konnte, ist der Dieb noch immer nicht in der Stadt. Noch immer in der Stadt gestanden. Nachdem der Assassine ihn als Pietro de Galencia identifiziert hatte, macht er sich auf die Jagd nach ihm. Ich muss gar nicht so schnell lesen. Ich habe ein bisschen Zeit. Zwischen. So. Also, tut mir leid, wenn es am Anfang noch so ein bisschen holprig ist. Ich mich noch zu sehr konzentriere im Moment. Ich würde es gerne richtig machen einfach. Und da braucht es am Anfang so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Eingewöhnungszeit? Egal. So, wir müssen zum Marktplatz.
Ich suche nach dem Dieb. Jetzt guck mal, weil es hat doch geheißen, wir kriegen doch jetzt hier Adler. So. Der Dieb hat sie erkannt, er flieht in Richtung sonst wohin. Okay, ich hätte mir die Herausforderung ein bisschen durchlesen müssen. Aber jetzt mal im Ernst. So. Ja, ist gut. Ich glaube, wir spielen das nochmal. Das war ja jetzt nix quasi. Sie haben das Sperrgebiet verlassen. Cesare Borgia, der Dieb ist tot, verlassen Sie das Gebiet, bevor die Leiche gefunden wird. Ja, entkommen Sie aus dem Gebiet. Nur unauffällig verhalten, ne? Bitte, bitte. Guten Tag. Guten Abend. Hopp. Schnell verstecken. Ja, das war knapp. Also, was heißt knapp? Aber wir spielen das eh nochmal. Ich würde es gerne einfach nochmal spielen. Ich würde auch gerne nochmal die. Töten Sie niemanden außer Pietro de Galencia. Okay, wir spielen es einfach nochmal, wenn ihr nichts dagegen habt, bitte. Nicht, weil ich es perfekt abschließen möchte. Aber zum einen gibt es nochmal gescheit ordentlich Belohnung und. Ich würde es gerne verstanden haben. Und das ist tatsächlich eine geskriptete Sache. Das heißt, ich habe natürlich die Zeit, ihn zu finden anscheinend. So, die gefunden. Er entdeckt mich jetzt gleich, ne? So. Das ist natürlich das Problem. Ich sollte jetzt nicht rennen oder kann. Ich kann rennen, okay. Aber ich bin schon auffällig, ne? Also ich bin jetzt hier so gelb. Von der Sichtbarkeitsstufe her sollte mich natürlich entsprechend ruhig verhalten, keine Wachen auf mich aufmerksam machen. So. Ja, lauf nur, lauf nur. Lauf nur, lauf nur. Ah, du hast Wegpunkte, ne? Nein, 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 nein. Du, ich tu dir nichts. Komm, hopp. Ja, jetzt wird es hinten höher wie vorne. Jetzt wird es schwierig. Okay. Ja, Moment. Wir ziehen mal. Komm. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Komm, komm, komm. Wie kann ich fliehen? Wie kann ich fliehen? Wie kann ich abbauen? Einfach abbauen? Ich würde gerne einfach abbauen. Komm schon. Nein, 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 nein. Komm. Oh, das gibt's ja nicht. Ah, sieh mal. So ein Fluchtding gibt's hier immer noch. So. Gereicht? Nein, hat nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Okay. Pfui. Alter Schalter. Aber ich habe noch niemanden umgebracht, ne? So läuft es. Hallo.
Jetzt ist natürlich die Frage, wieso war der alarmiert? Hat der andere ihn... hat der ihm gesagt so, Hilfe, ich werde verfolgt, hilf mir, oder... Ja, komm! Hey, ernsthaft? Freundchen, Freundchen, Freundchen. Das ist schon nicht einfach, ne? Also... Vor allem, wieso hat der jetzt auf mich reagiert? Was sollte das? Muss ich die Wachen quasi... Ah, okay, das wird jetzt wahrscheinlich dann so die Klettere-Tutorial-Mission. Also weiche den Wachen so gut wie möglich aus. Das kann natürlich sein, ne? Dass die sich das hier wünschen. So, jetzt habe ich hier wieder sowas. Ich kann doch bestimmt hier oben lernen. Probieren wir das mal. Mhm. So ein bisschen den. Na komm. Diesen Assassin's Creed-Gedanken noch mit ein bisschen reinpumpen jetzt. Und zwar. Naja, ich muss ja diesen Wegpunkt auch erreichen. Habe ich, okay. Hat funktioniert. Jetzt muss ich natürlich diese anderen Wache ausweichen. Ich habe keinen Schaden genommen. Sehr schön. So, jetzt schmeiche ich mich quasi von hinten ran. Wo geht der hin? So, jetzt pass auf. Ja, ja, jetzt pass auf. Jetzt dreht er sich gleich um. Ich spring runter. Ja, oh, das war jetzt echt von der Steuerung madig, ne? Nein, 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 nein. Komm, lass ihn in Ruhe. Okay. Irgendwie hat es funktioniert. Irgendwie hat es funktioniert. Macht ja nichts. Ist ja gut so. La la la. Ich bin unsichtbar. So. Ah, das. So geht sich schon ein bisschen angenehmer. Das war gut. Das war jetzt nicht schlecht. Die Herausforderung. Oh, abgeschlossen. Schau an. Ja, sieht doch gut aus. Schön. Das freut mich jetzt. Danke, dass ihr das nochmal mitgemacht habt. Das war jetzt... Ja, das wollte ich jetzt nicht rauslassen. Sie haben ein Schwert als Pensionsbildung. Sie erfahren jetzt, wie sie es ausrüsten. Tippen Sie auf Assassinen. Wir machen das. Ja. Ah, ich muss immer gucken, wo das Ding ist. So, jetzt hat Assassinen. Finden Sie ihn im Inventar? Gehen wir also dorthin. Dann tippen Sie auf Inventar. Jeder Ihrer Assassinen verfügt um das, also beginnen Sie das Schwert auszurüsten, das Sie gerade erhalten haben. Tippen Sie auf die Waffe, um die Details anzusehen. Im Allgemeinen gilt, je höher die Gegenstandsstärke ist, desto besser ist der Gegenstand. Tippen Sie auf Ausrüsten, um das Schwert zu führen. Ausrüsten. Also ein hübsches Schwert. Jetzt würde ich mir aber gerne auch noch die Klamotten da anziehen, die ich da bekommen habe, aber... ich halte ziemlich auf zurück. Fortzufahren. Mach ich. Ah, okay, jetzt kommt der Fähigkeitenbaum noch dazu. Gucken wir uns das mal an. Fähigkeitspunkte.
Sie können Sekundärklassen führen, das ist ein K.O.-Schlag, Aktionsratfähigkeit für deinen schweren Angriff gegen den Gegner und 8 Sekunden betäubt. Trainieren. Rein 1 ab, 2 hochgestuft. EP. Denken Sie daran, das Investieren von FP in Fähigkeiten schaltet außerdem neue Fähigkeiten frei. Das, warum ist der eigentlich immer standardmäßig auf den Einstellungen? Das ist ja total bescheuert. Jetzt habe ich hier oben so ein Plus. Freischalten. Wie freischalten? Was will ich freischalten? Ah, nee, das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt weiß ich, was er meint. So, aus dem Inventar. Gucken wir uns mal an. Was haben wir denn hier? Einen Gambeson. Mit 7 Stärke, das ist das alte Ding. Ich habe noch gar keine Hose an. Ausrüsten. So, hübsch. Und den Gambeson ziehen wir uns noch an. Auch schick. So, was haben wir? So, dann gehen wir hoch. Und dann gucken wir noch, der Fähigkeitenbaum leuchtet auch noch. Ich habe noch einen Fähigkeitenpunkt. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht trainieren, oder? Gucken wir mal, was wir noch haben. Wir haben noch. Erhöht die Dauer aller Betäubungseffekte. Gewährt einen Rüstungsbonus. Ich würde gerne mal den Rüstungsbonus. Will ich den erhöhen? Nee. Weil ich will ja eher Schaden verursachen, anstatt zu vermeiden. Das Erlernen von Eisern sperrt Schmerzstiller. Sie können Schmerzstiller wieder freischalten. Was ist Schmerzstiller? Demolieren? Unterfallen? Aha, okay. Ja, okay. Entscheide dich für den Eisernen Willen. Dann hast du keinen Rüstungsbonus mehr. Ja, wenn das so ist, wird das so sein. Dann machen wir es mal. Okay. Was ist das hier eigentlich? Ich kann hier. Okay, da muss ich dann 2 weitere FP einsetzen und dann läuft das Ding hier. Okay, über den Codex habe ich noch einen Eintrag. Bezüglich der Assassinenzeichen. Verhalten kommt zu rufen an. Diese spezielle Farbe wurde von Leonardo da Vinci erfunden. Die. Okay, das kann ich mal gucken, aber wenn ich mich dann umschaue, ob ich da irgendwas finde. So, Kampagne next. Rachsüchtige Augen. Beenden Sie rachsüchtige Augen, um Boosts einsetzen zu können. Yes, das machen wir hier. Alles gibt's hier. Schützen Sie Leonardo und begleiten Sie ihn in Sicherheit. Finden und töten Sie die Krähen bei der Santa Croce und verschwinden Sie, bevor Verstärkung eintrifft. Ja, gucken wir mal.